Sie haben Fragen, wir fragen nach. Nachgefragt, die Talksendung bei Radio Sunshine. Willkommen zu der Sendung Nachgefragt. Heute mit Luc Frank, Bürgermeister der Gemeinde Kelmis. Luc Frank im Detail vorzustellen, denke ich mal, wäre Eulen Athen tragen. Aber nicht ohne Grund haben wir den Bürgermeister zu einem Gespräch eingeladen. Und der Grund, weshalb und weswegen, ja, werde Zuseher und Zuhörer von Radio Sunshine, ist der, wir hätten auch gerne zu diesem Gespräch einen anderen Gesprächspartner eingeladen, nämlich es geht um keinen geringeren als Jean Übers. Jean Übers, ein toller Leserschreiber im Grenzischo. Und wir haben ihn eingeladen, und zwar dann im April schon. Und am 2. April um 9.50 Uhr, um es präzise zu sagen, kam die Rückmeldung. Hallo Juppi, wenn ich bedenke, was damals 2018 vom Band gegangen ist, Ziel war es, Louis Goebbels fertig zu machen. Es ging nur um Luc Frank. Dafür bin ich nicht zu haben. Ich kenne den nur zu gut. Schönen Tag noch. Ende Zitat Jean Übers. Wir haben diese aber zum Anlass genommen, den Bürgermeister einzuladen und einmal Stellung zu beziehen zu diesen Leserbriefen, die im Grenzischo immer präsent sind und für den einen oder anderen ein komisches Licht auf Kelmis wirft. Und schön, dass du da bist, lieber Luc Frank. Herzlich willkommen bei Radio Sunshine. Herzlich willkommen auch. Vielen Dank für die Einladung. Lieber Luc, es schade ist, dass er nicht da ist. Heute wäre die ideale Plattform hier gewesen. Wir haben alle Mühen nicht gescheut, ihn einzuladen. Aber irgendwo scheint da eine Distanz zu Luc Frank persönlich zu sein. Persönlich vis-à-vis. So sieht es aus, ja. Ich nehme das zur Kenntnis. Ja. Wollen wir uns mit einigen Zitaten mal beschäftigen, die dort immer wieder zurückkommen. Und wir haben uns die Mühe gemacht, verschiedene Leserbriefe bis zum Jahre 2021 mal ein bisschen zu recherchieren und was es da so alles gab. Direktes Thema. Das Geld wird verschleudert. Stand in einem Leserbrief. Wie steht Luc Frank dazu? Nein, das kann man definitiv nicht sagen, dass das Geld verschleudert wird. Also nur um mal eine Zahl zu nennen. Wir haben bis heute Anleihen aufgenommen von ca. 3 Millionen Euro. Warum? Warum mussten 3 Millionen Anleihen aufgenommen werden? Die Kassen waren doch voll, so das Zitat von Jean Übers. Also Jean Übers, glaube ich, kann keine Bilanzen lesen. Man muss ganz einfach sagen, dass in der Zeit von Louis Goebbels 13,3 Millionen an Eigenmittel ausgegeben worden sind. Woher kann man die? Von Anleihen, von Absenkung, von Verschuldungen teilweise, aber auch davon, dass er zu der damaligen Zeit eine Steuererhöhung gemacht hat, was dazu geführt hat, dass mehr Einnahmen da waren durch die Absenkung, das Abschöpfen der Reserven. Also aus verschiedenen Töpfen sind diese Summen gekommen. Und was dazu führt, weil auch bedeutend weniger Zuschüsse angefragt worden sind, also man kann sagen, im Vergleich zu den Gemeinden, wo wir so stehen, sind es ungefähr 30% Subsidien werden, also Fördermittel werden beantragt und auch erhalten für Projekte, die man macht, weil nicht jedes Projekt ist auch ein Förderprojekt. Und in Kelmis waren es nur 11%, sodass mit sehr viel Eigenmittel Geld, das man selber nicht hatte, das wir heute gut gebrauchen könnten, Projekte gemacht worden sind. Und das führt natürlich dazu, dass heute die Situation so unabhängig der Energiekrise dazu führt und der Corona-Krise, dass sowieso schon die Rahmenbedingungen schwierig waren, als wir gestartet sind. Also die Startbedingungen waren. Wenn ich da kurz eingreifen darf, ja. Das heißt mit anderen Worten, ihr habt ein dickes Schuldenpaket übernommen. So würde ich das jetzt verstehen als Otto-Normalbürger. Ist das richtig so? Genau, das heißt, in der Periode 2012-2018 sind eine ganze Reihe von Anleihen ausgelaufen und diese Anleihen hat Louis Goebbels voll wieder ausgeschöpft und sogar noch etwas mehr, also hat 7 Millionen Euro neue Schulden gemacht, ohne auf Fördermittel zurückzugreifen, was uns heute in einer schwierigen Situation bringt. Das ist aber nicht alles, sondern auch die Funktionskosten steigen. Da konnte er teilweise führen, nicht komplett, aber er hat zum Beispiel 10 Personen
zusätzlich eingestellt, was natürlich dazu fördert oder bringt, dass die Lohnkosten steigen. Und da sind wir auch bei, das zu regularisieren, das heißt Personal nicht zu ersetzen, um wieder auf einem normalen Niveau zurückzukommen. Stichwort Personal. Auch so ein, sage ich jetzt mal, Steckenpferd. Ihr habt ein schlechtes Verhältnis zu eurem Personal, oder, in der Gemeinde? Nein, gar nicht. Also was man sagen muss, ist, dass in der Zeit, wo Louis Goebbels noch Bürgermeister war, also in 2018, hat es verschiedene Reklamationen gegeben, vor allen Dingen Bauhof. Und der Bauhof, worauf begründete sich das? Weil es da Konflikte gab, zwischenmenschliche Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Personen, zwischen Personalmitgliedern, also zwischen Arbeitern, wenn man so will, untereinander, aber auch zwischen Führungskräfte und Arbeiter. Und dann hat der damalige oder heute noch Bauhofleiter dann das in die Wege geleitet, eine psychosoziale Risikoanalyse zu machen. Da muss ich auch kurz ein bisschen ausholen. Mhm. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Das ist eigentlich eine EU-Gesetzgebung, die schon alt ist. Und jeder Betrieb muss so eine psychosoziale Risikoanalyse machen. Und wir in der Gemeinde Kelmis sind eigentlich die einzige Gemeinde, die so eine Analyse auch gemacht hat, obwohl die verpflichtend ist. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sagt der Arbeitgeber selbst, er macht das. Wenn er das nicht macht, können auch die Mitarbeiter quasi den Arbeitgeber dazu zwingen. Und das ist das, was in der Gemeinde Kelmis passiert ist. Und wir als neue Equipe haben damals gesagt, wir machen das nicht nur für den Bauhof, sondern wir machen das für die gesamte Gemeindeverwaltung. Und da sind eine ganze Reihe von Dingen auch zutage gekommen, die wir auch konkret dann, die dann konkret wurden, festgestellt wurden, zum Beispiel Ungleichbehandlung von gewissen Personen. Man hatte keine Transparenz, um zu wissen, ja, wer verdient wie viel, nach welchen Kriterien werden Weiterbildungen vergeben, wer kann man zum Beispiel anhören, das Klima. Es fehlte zum Beispiel eine Küche oder es gab Unterschiede in der Behandlung zwischen Angestellten oder Beamten und Arbeitern. Also es gab verschiedene Systeme und da haben wir eben probiert jetzt eine ganze Reihe von Maßnahmen oder Kritikpunkte, die damals aufgeschrieben worden sind, jetzt in die Tat umzusetzen und die anzupacken. Und insgesamt sind 20 Maßnahmen auch ergriffen worden und deshalb wird auch in naher Zukunft nochmal mit dem Personal, ist zumindest, worauf ich auch plädiere, Rücksprache genommen, auch zu zeigen, okay, was ist damals angesprochen worden, wo stehen wir heute, welche weiteren Maßnahmen kann man in Angriff nehmen? Wenn ich das jetzt mal ein bisschen vertiefe, heißt nicht, ihr seid Ursprung gewesen, das heißt, die neue Regierung hat das auf den Plan gerufen, sondern es ist von der Belegschaft selbst nach vorne getragen worden, es zu machen. Ist das richtig? Genau, die Belegschaft hat es selbst nach vorne getragen und das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben es ausgeweitet auf die gesamte Gemeindeverwaltung, also nicht nur auf den Bauhof, sondern auch auf die Verwaltung. Und wir setzen das um. Das heißt, der Anstoß kommt noch aus der alten Mehrheit. Und das finde ich auch, man kritisiert dann auch dieses Team oder die Berater, die wir eingestellt haben. Auch das muss man richtigstellen, denn dieses Beraterteam arbeitete schon zur Zeit von Louis Goebbels auch für die Gemeinde Kelmis. Und dieses Beraterteam ist uns von der Aufsicht empfohlen worden. Also da werden viele Dinge miteinander vermischt und man bringt ganz gezielt Unwahrheiten unter die Bevölkerung und versucht eben von gewissen Dingen auch abzulenken. Gewissen Dingen abzulenken, sprich, welche Dinge? Ja, zum Beispiel, dass das Klima schon länger angeknackst war, dass es schon länger Diskussionen auch gab zwischen den Personalmitgliedern, weil der eine durfte das, der andere, wenn er das Gleiche fragte, durfte es nicht. Es wurde nicht begründet, warum es so war. Und das versuchen wir eben ganz transparent zu machen. Das heißt also, wir haben zum Beispiel eine Arbeitsordnung festgelegt, wir haben ein neues Bewertungssystem festgelegt, wo sich auch jeder selber in Frage stellen kann. Wir haben auch für das Personal eine sogenannte Klimatorengruppe, die Querschnitt, also aus verschiedenen Abteilungen besteht, ob das jetzt aus dem Bauamt ist, gibt es einen Vertreter, oder aus dem Bauhof, die sich Gedanken machen, wo zum Beispiel ein Ausflug organisiert wird oder wie letzte Woche eine Pensionsfeier, wie wird das gestaltet, wie wird eine Personalfeier gemacht. Das heißt, das Personal wird mitgenommen? Genau, es geht darum, das Personal mitzunehmen. Ich gebe ein ganz anderes, konkretes Beispiel. Man hat damals beschlossen, das Gemeindehaus zu renovieren, ohne jemals mit dem Personal Rücksprache genommen zu haben, um mal zu fragen, wie ist eigentlich der Bedarf? Was braucht ihr? Wie sind die Arbeitsabläufe? Das haben wir zum Beispiel jetzt die Tatsache, dass das Unternehmen, welches den Auftrag hatte, das Gemeindehaus umzubauen, in Konkurs gegangen ist, haben wir als Chance gesehen, um zwei Dinge zu machen. Erstens mal das Personal mit einzubinden, mal zu sehen, okay, wie seht ihr das? Was könnte man noch verändern? Und auch um gewisse Dinge
zu optimieren, mal zu schauen, okay, was ist viel einfacher für den Bürger. Ich gebe ein ganz konkretes Beispiel. Heute ist es so, wenn ein Bürger, das habe ich eben noch erlebt, er kommt zum Gemeindehaus, er muss klingeln, weil er dann normalerweise muss er einen Termin haben. Man sieht den Bürger gar nicht. Bei dem neuen Projekt wird der Bürger, weil der Eingang nämlich verlagert wird über den Hof, man wird den Bürger sofort sehen, man kann ihn sofort abfangen, was jetzt zum Beispiel nicht geht. Das heißt also, es wird auch für den Bürger ein einfacherer Weg sein. Man wird nicht mehr, auch der Bürger wird nicht mehr suchen müssen, wo muss ich hin? Er wird dann begleitet, wird sofort abgeholt. Ist aber in Absprache, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, mit dem Personal genau, so jetzt kreiert worden. Genau, das sind Vorschläge vom Personal, die sagen, guck mal, das sind unsere Realitäten, so leben wir und das ist unser Bedarf, das ist das, was wir eigentlich brauchen im täglichen Ablauf am Dienst des Bürgers. Und was Politik angeht, das ist auch eine Sache, die für uns zum Beispiel auch wichtig war, da kann man jetzt drüber diskutieren, aber ich finde, das ist ja auch möglich technisch heute. Das Gemeindehaus darf nicht das Haus der Mehrheit sein. Das Gemeindehaus ist das Haus erstens des Bürgers und zweitens aller 21 gewählten Gemeinderatsmitglieder. Frage hierzu, wie ist denn heute die Stimmung? Wie ist heute die Stimmung beim Gemeindepersonal? Ich würde sagen, die Stimmung ist gemischt. Also es wird garantiert Personalmitglieder geben, die sagen, wir sind zufrieden. Es sind eine ganze Reihe von Maßnahmen. Wie in einem gesunden Betrieb? Genau, es sind eine ganz gewisse Reihe von Maßnahmen sind umgesetzt worden. Und es wird auch Mitarbeiter geben, die nicht zufrieden sind. Weil man muss schon sagen, man hat ja schon auch große Unterschiede teilweise festgestellt. Und es gibt zum Beispiel Dienste, die auch überbelegt waren, überbesetzt waren. Das heißt, da muss jetzt etwas mehr gearbeitet werden, sage ich mal, oder mehr geleistet werden. Und dass diese Personalmitglieder natürlich nicht alle immer zufrieden sind, das kann man gut nachvollziehen. Aber wir müssen ja auch gucken, dass, ich würde mal sagen, die Arbeit auch gerecht verteilt wird zwischen allen Diensten. Und das zeigt schon, dass eben die Stimmung, also es ist nicht Jubel, Trubel, Heiterkeit, aber es hängt auch von Diensten. Aber ich kann zum Beispiel sagen, dass in gewissen Diensten eine sehr gute Stimmung herrscht und in anderen Diensten ist es etwas schwieriger, aber auch da sind sie uns bewusst und auch da sind wir dran. Also wir möchten alle Mitarbeiter mitnehmen und der Prozess, der auch da angestoßen worden ist, und ich möchte es nochmal wiederholen, dieser Prozess ist von Louis Goebbels angestoßen worden. Oder unter seiner Führung oder unter seiner Ägide als Bürgermeister. Dieser Prozess ist kein einfacher Prozess. Da scheuen sich auch viele vor, solche Prozesse anzustoßen. Und das ist eine lange Geschichte. Das geht nicht auf 1, 2, 3 Jahre. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben 2 Jahre Corona. Und aus meiner Sicht ist Corona noch nicht vorbei. Was auch dazu geführt hat, dass man sich nicht mehr sah. Dass auch gewisse Dinge, schwieriger umgesetzt werden konnten, weil man eben im Homeoffice war, man hatte keine Präsenz mehr. Und man merkt auch, dass es gut tut, nochmal zusammen zu sein und einfach auch mal ein Wasser oder Bier. Ich denke, das trägt dann auch dazu bei, dass die Harmonie besser kommt. Lass uns jetzt da mal von diesem Punkt weg. Ich denke, das ist geklärt bzw. erklärt und auch ein bisschen Licht ins Dunkle. Ein tolles Hobby vom Herrn Über ist Parkcafé. Glück. Wie kommt es? Unter der Ägide von Louis Goebbels ist Parkcafé, ein neues Dach drauf, die Zimmer sind renoviert worden, es ist wieder ein Hotel, es ist wieder Bewegung da und ihr kommt nicht aus der Pötte. Warum? Richtig, so sieht es zumindest aus, als wenn wir nicht aus der Pötte kommen. Auch da möchte ich ein bisschen ausholen. Also es war so, man muss ein bisschen die Historie kennen. Also damals, Michel Willems hatte ja das Parkcafé in Form von einem Erbvertrag gemietet und auch das Gelände. Und er hat dann selbst das Hotel gebaut. Dann ist die Gesellschaft von Michel Willems in Konkurs gegangen und man muss wissen, und das war damals sehr schlau von der Gemeinde, darin zu vereinbaren, verankern, dass wenn die Gesellschaft in Konkurs geht, die Gemeinde automatisch das komplette Gelände und Gebäude für 0 € bekommt. Das heißt, ihr habt nicht die Schulden übernehmen müssen. Genau, das heißt, das Hotel, nicht das alte Gebäude. Das Hotel ist der Gemeinde für 0 €, so wie es heute da steht, übertragen worden. Das war also schon mal ein gutes Verhandlungsgeschick von Mathieu Grosch. Das muss man schon mal feststellen. Punkt 1. Punkt 2 ist, kann man sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Da kann man darüber diskutieren. Es stand allerdings in dem Vertrag drin. Ist doch nicht verkehrt, mal einen Fehler einzustellen. Genau. Und in dem Vertrag stand drin, dass der damalige Geldgeber, das war die KBC, die Möglichkeit hatte, im Falle eines Konkurses, uns einen potenziellen Nachfolger anzubieten.
wir mussten, waren nicht dazu verpflichtet, das zu machen. Natürlich stand die KBC auch mit sehr viel Geld in der Kreide. Man kannte sich, der damalige Geschäftsführer ist auch ein Kelmiser, heute Regionalleiter ist, ich möchte keinen Namen nennen. Ja, klar. Aber bestens bekannt. Aber bestens bekannt, ja. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir uns darauf eingelassen haben. Wir haben die Gesellschaft und die Personen auch geprüft. Und sie schienen seriös, weil sie auch in Spa ein Hotel betrieben. Das sind wir uns anschauen gegangen. Also dann, man hat nicht einfach die Katze im Sack gekauft, genau, sondern man hat sich da Gedanken zu machen. Und dann haben wir gesagt, alle gleichen Bedingungen. Wir hatten nur eine besondere Bedingung. Damals gab es schon Probleme mit dem Dach. Wir haben damals gesagt, ihr müsst das Dach innerhalb von 3 Monaten instand setzen. Das alte Dach? Das alte Dach. Das alte Dach vom alten Gebäude? Genau, das musste instand gesetzt werden. Okay. Nach 3 Monaten haben wir gesehen, also wir haben ihnen eine Frist gegeben und dann haben wir gesehen, okay, das passiert nicht. Dann haben wir sofort reagiert, nach 3 Monaten, und die Auflösung des Vertrages dann beantragt. War dann ein Gerichtsverfahren, das hat dann 2 Jahre gedauert, das ist also quasi erst zum Abschluss gekommen in 2013, also Ende 2013, wo dann klar war, man ist aus den Verträgen raus. Aber in der Zwischenzeit konnte man nicht... Man konnte nichts machen und in der Zwischenzeit haben wir die Wahl verloren und Louis Goebbels war Bürgermeister. Louis Goebbels hat dann gesagt, wir betreiben das Hotel selbst. Er hat uns da auch mit ins Boot genommen und wir haben gesagt, okay, man kann es ja mal probieren und man sieht mal, was passiert. Wir persönlich waren der Meinung, ist es gut für Kelmis. Wir haben aber von vornherein auch gesagt, es ist nicht Aufgabe der Gemeinde, ein Hotel zu betreiben, aber wir schauen uns das mal an. Dann hat man das Hotel dann auch in Angriff genommen. Das braucht natürlich auch eine Zeit, bevor das dann anfängt zu laufen. Das war in 2016. Und dann ging es darum, dann waren wir schon in 2018, das alte Gebäude instand zu setzen und es dann zu vermieten. Louis Goebbels hatte damals mit dem ehemaligen Restaurantbetreiber vom Greg Alain verhandelt, einen Vertrag abgeschlossen, der Folgendes vorsah. Die Gemeinde investiert 1,8 Millionen Euro in dem Gebäude und die potenziellen Betreiber bezahlen eine Miete von 2.000 Euro. Was bedeutet hätte, das kann man umrechnen, da waren wir mehr als 50 Jahre bei einer Rückzahlung. Und das war etwas, was Louis Goebbels noch versucht hat. Er war schon abgewählt als Bürgermeister. Das wollte er noch unbedingt durchboxen. Da haben wir dann eine alternative Mehrheit organisiert, bestehend aus SP, Ecolo und CSP, wo wir das blockiert haben. Weil wir gesagt haben, für uns waren 2 Dinge wichtig. Wenn, dann ein Betreiber und nicht 2. Weil das, was Louis vorgesehen hatte, war das Hotel, macht die Gemeinde weiter. Mhm. Das Park-Café. Restaurant sollten dann diese potenziellen Betreiber machen. Wo wir aber gesagt haben, für uns sind 2 Dinge wichtig. Erstens ein Betreiber, weil wir haben das erlebt, muss man ja offen sagen, in der Patronage, wo die VG Patronage den Saalbetrieb und die Wirte die Wirtschaft, das hat nur zu Ärger geführt. Richtig. Wo wir gesagt haben, ein Betreiber. Punkt 1. Punkt 2. Wir haben auch gesagt, wir wollen kein Geld daran verdienen. Für uns ist aber wichtig, dass der Kredit, den wir investieren, auf 30 Jahre zurückfinanziert wird. Das heißt also, wir hätten eine Miete von ein bisschen mehr als 4.000 Euro dann verlangen müssen für 1,5 Millionen Euro. Damit waren diese Betreiber, also potenziellen Betreiber, nicht einverstanden. Sie waren einverstanden, etwas mehr Miete zu geben. Mhm. Das war eine Sache, aber sie wollten partout nicht das Hotel. Und wir haben mit ihnen über ein Jahr diskutiert. Was also schon dazu geführt hat, dass wir schon quasi, wo wir eine gewisse Sicherheit hatten, es gab ja auch Schriftverkehr mit Anwälten und so weiter, für uns gab es eine Sicherheit erst im Sommer 2020. Da waren ja schon 1,5 Jahre vorbei. 2020, also August 2020. Und dann haben wir mit jemandem, der dann auch sich gemeldet hat und gesagt hat, er hätte ein Interesse, dann haben wir intensive Gespräche mit jemandem, der auch bekannt ist, der auch Ahnung hat, geführt, 5 Monate, der dann aber am Ende des Tages gesagt hat, es ist mir zu heiß. Vielleicht nicht zu heiß, aber ich bin mir nicht sicher, ich habe ein gewisses Alter, soll ich das noch machen und so weiter und so fort, der dann gesagt hat, ich möchte es nicht machen. Was ist dann passiert? Okay, wir nehmen das zur Kenntnis. Es geht ja auch darum, dass dort etwas entsteht, was Kelmis nach vorne bringt.
So wie es da ist, macht es gar nichts. Genau. Das auch wiederum Zeit braucht, wo wir uns dann auch beraten haben mit gewissen Leuten. Dann ist eine Ausschreibung gekommen und wir sind jetzt in dieser Phase der Ausschreibung. Das heißt, jetzt wird sich entscheiden, ob derjenige, der Interesse hat, also am Ende des Tages macht oder nicht. Sprich, wenn ich das richtig verstehe, ist zurzeit ein Interessent. Wir sind im Moment laufen Verhandlungen effektiv, um dieses gesamte Areal zu betreiben und auch zu erneuern. Mhm. Das sind die Gespräche, die laufen, weil uns, ich glaube, jedem ist bewusst, dass das Barcafé ein historisches Gebäude ist, ein schöner Ort ist und da muss auch etwas passieren. Natürlich sind wir an Verfahren gebunden und wir haben eine Ausschreibung gemacht und da gab es Kandidaten und mit denen müssen wir diskutieren. Wir können also nicht jetzt jemand blauäugig oder sagen, mach du. Das geht nicht und das braucht effektiv Zeit. Und uns ist das auch bewusst, dass man so den Eindruck hat, wie wenn wir das liegen lassen würden. Mhm. Das ist aber nicht der Fall. Wir sind das da, heißt im Hintergrund, da passieren viele Dinge, die man nicht jeden Tag nach vorne kehrt. Richtig? Genau. Und so. Dann ist es auch so, um gewisse Dinge machen zu können, brauchte man auch Ordnung. Ich möchte auch daran erinnern, dass in der Zwischenzeit derjenige, der das administrativ machte, im Burnout war. Man musste den Job auffangen. Inzwischen haben wir ja jemanden bezeichnet, der das jetzt ein Jahr macht. Es sind dann so viele Kriterien, die zusammenfallen. Da sind viele Dinge zusammengekommen. Mhm. Verträge, die nicht in Ordnung waren, die novelliert werden mussten, auch zwischen der Gemeinde und der AGR, weil nur ein Teil im Erdbachvertrag war, nicht alles und so weiter. Das sind alles Dinge, die jetzt gemacht worden sind, administrativ. Aber ich sag mal, derjenige, das interessiert den Bürger nicht. Denn was den Bürger interessiert, ist da eine Tasse Kaffee zu trinken. Genau. Und da brennt einfach... es brennt ihnen unter den Nägeln, um zu wissen, wann kann ich das dann machen. Genau. Und das ist das, wo wir sagen, okay, im Sommer haben wir das jetzt schon mal auch angeboten, auch um es attraktiv, um auch zu zeigen, da ist Potenzial. Und das hat auch dazu geführt, dass der eine oder andere sich auch beworben hat und nach wie vor auch nachfragt, kann man gäbe es. Also es gibt schon Leute, die auf uns zukommen, die nicht in diesem Verfahren sind, die aber ein Interesse bekommen. Und denen haben wir auch sagen müssen, wir sind im Moment in einem Verfahren drin. Wenn dieses Verfahren zu einem guten Abschluss kommt, tant mieux. Wenn nicht, sind wir natürlich gesprächsbereit. Und deshalb dauert das etwas. Und unser Ziel ist es natürlich, dass da so schnell wie möglich was passiert. Und wir sind uns auch dessen bewusst, dass wir daran gemessen werden in 2,5 Jahren. Also das steht ist, das Ding? Steht das Ding oder steht es nicht? Oder ist es, wie man weiß, ob es steht schon noch auf Also ist ein feiner Aber, Zeitdruck da. Bitte? Ist auch ein Zeitdruck. Ist auf jeden Fall ein Zeitdruck. Aber denke ich, so sind die Hintergründe auch mal so ein bisschen beleuchtet worden. En Detail, wer da mehr wissen will, soll sich gerne mal in Kontakt mit dem Bürgermeister machen. Er wird dann dementsprechend Rede und Antwort stehen. Wir haben noch ein paar andere wichtige Sachen, die wir auch noch mal mit den Leuten hier, weil alles, was der Jean Übach geschrieben hat, kann man fast gar nicht in einer Sendung, wie wir es betreiben, aufs Tapet bringen. Aber denke ich, ein paar Eckpfeiler. Immobilienlück, Steckenpferd, bist du jetzt unter den Immobilienmaklern? Der eine hat die Dinger verkauft und du kaufst wieder ein. Da fragt sich der Bürger, der andere hat ganz flott ein paar schicke Häuser verkauft, denke ich, um flüssig zu werden oder wie auch immer. Ja. Und du kaufst wieder Immobilien auf. Bei leeren Kassen, wie funktioniert denn sowas? Wenn man dann die Leserbriefe von Jean Übach ein bisschen dementsprechend nachhakt, hat er nicht ganz Unrecht, dass da falscher Weg eingeschlagen wird? Nein, man muss auch da genau erklären, worum es geht. Fakt ist ja, das war damals, also da möchte ich auch ein bisschen ausholen, es ging ja darum, den Kirschplatz zunächst mal, ich sag mal, die Stolperfallen, das war das Anliegen von Louis Goebbels, die Stolperfallen wegzuholen, den Platz einfach zu teeren. Das war ja sein Anliegen, wo wir gesagt haben, das ist weggeworfenes Geld. Wenn wir schon einen Kirschplatz machen, macht es auch Sinn, sich mal zu überlegen, wie kann man Kelmis attraktiver machen. Und in dem Rahmen gibt es ein Projekt, das nennt sich die städtische Erneuerung. Das ist auch bezuschussbar zwischen 60% und 80%. Daraufhin muss man auch sagen, wir konnten damals auch Louis und Erik Jansen und Nadine Rothheit in der damaligen Mehrheit überzeugen, dass das ein interessantes Projekt ist. Man hat sich also darauf eingelassen. Und man hat dann einen Perimeter festgelegt, da ist ja nicht nur der Kirschplatz drin, da ist das Zentrum drin, da ist die Patronage drin, da ist auch das Parkcafé mit drin, der Park mit drin. Moment, stopp. Ich möchte sagen, jetzt für den Bürger wird das ein bisschen kompliziert. Ich möchte nur erklären, das ist ein Perimeter, ein Finanzierungsperimeter. Ah. Okay. Da
In diesem Projekt standen auch die ehemaligen Gendarmeriehäuser. Die Gemeinde hat ja die Post gekauft, da stehen aber daneben Gendarmeriehäuser. Richtig. Ja. Der Ankauf dieser Gendarmeriehäuser, die waren damals eingeschätzt worden, alle Häuser zusammen an 450.000 Euro. Ja. Die Wallonische Region war uns bereit, 80% Zuschüsse zu geben, um diese Häuser anzukaufen. Ja. Dann wurden die Häuser verkauft. Dann habe ich damals mit Erik Janssen Rücksprache genommen, ja, um mal zu sehen, ob die Gemeinde bereit wäre, diese Operation zu machen. Ich habe damals auch Kontakt aufgenommen mit dem damaligen zuständigen Föderalminister, mit dem Kabinett, um zu sehen, ob sie bereit wären, den Verkauf zu stoppen und das Priorität der Gemeinde zu verkaufen. Da waren sie bereit zu. Louis Goebbels hat das aber torpediert. Er wollte das partout nicht. Was also dazu geführt hat, dass diese Häuser... Welcher? Partout nicht? Gab es eine Begründung? Er wollte einfach nicht diese Häuser kaufen. Wir haben gesagt, kauf die Häuser, um den Kirchplatz attraktiv zu machen, um da andere Gewerbe und so weiter und so fort unterzubringen. Er wollte es absolut nicht machen. Und auch in der damaligen Mehrheit hat es auch Diskussionen gegeben zwischen Erik Janssen und Erik Janssen, muss man fair sein, hat es letzte Woche auf der Anwohnerversammlung, die stattgefunden hat, zur Instandsetzung des Kirchplatzes oder Renovierung des Kirchplatzes nochmal erwähnt, dass es wirklich so war. Also er war dafür, Louis nicht. Was also dazu geführt hat, dass diese Häuser, die man sehr günstig hätte kaufen können, in privater Hand gegangen sind. Was passiert dann? 2018, 2019 werden dann andere Häuser am Kirchplatz zum Verkauf angeboten. Plötzlich drei Häuser nebeneinander, also eine ähnliche Situation. Man muss allerdings wissen, dass diese Häuser nicht in dem Perimeter, in dem Projekt städtische Erneuerung mit drin standen. Da haben wir uns erkundigt, was hätte man machen müssen. Dann hat die Wallonische Region gesagt, ihr könnt das aufnehmen, aber dann müsst ihr das komplette Projekt neu starten. Das heißt, wieder von vorne. Wieder von vorne. Dann haben wir gesagt, das machen wir nicht. Und wir haben damals, bevor wir diese Häuser dann auch gekauft haben, mit der Regierung in Eupen Kontakt aufgenommen, um mal zu sehen, wie sie dazu stehen. Weil was für uns wichtig war, war an diesem Kirchplatz ein Ort der Begegnung, der es sein soll, aber auch Attraktivität zu schaffen. Wir haben uns also sehr schnell gefunden. Man hat uns gesagt, okay, wir sind einverstanden, da mit einzusteigen. Die deutschsprachige Gemeinde. Genau, und ein Pilotprojekt daraus zu machen. Ja. Denn wir haben auf der anderen Seite gesehen, wir haben ein Altenheim von zuerst 60 Betten, das aber für 90 Jahre gebaut ist, wo wir inzwischen 75 Betten sind und 15 betreute Wohnungen, die komplett weg sind. Und der Bedarf ist da. Mitten im Zentrum wollen wir also zwei Dinge machen. Betreute Wohnungen, circa 40 Wohnungen sollen da kommen, aber Parterre soll, wir nennen es Gewerbeflächen, sollen da entstehen. Man sieht, wir haben jetzt das TIS, wir sehen also Touristinformationszentrum, da ist ein gewisser Zulauf. Die Kirchenfabrik möchte selbst dort ein Gebäude kaufen und wir sind im Gespräch jetzt auch mit anderen Gewerbetreibenden, auch mit Sozialeinrichtungen, um dort einen Punkt zu schaffen, der eben dazu führt, dass das Zentrum attraktiv wird. Ich pack da gerade was auf, du sagst Kirchenfabrik zu kaufen, also, ist auch die Gemeinde. Nein, die Kirchenfabrik, das erklärt, wenn du erlaubst, also es geht darum, es attraktiver zu machen, damit Leben dort entsteht. Und man muss wissen, und das ist auch, was nicht korrekt ist, dieser ganze Komplex wird am Ende der Gemeinde, also Stand heute, wir wollen ja da weg, Stand heute gehört das alles der Gemeinde zu 19%. Die anderen 81% wird das der VOG Katleos gehören, die bis zu 80% Subsidien bekommt. Also okay. Geschickter Schachzug. Ich würde mal sagen, ein sehr geschickter Schachzug. Und vor allen Dingen muss man da auch mal einen Dank an die Regierung aussprechen, die sehr flexibel mit uns umgegangen ist, die uns schon quasi gesagt hat, wir sind einverstanden, wir müssen das jetzt nur administrativ alles auf die Reihe bekommen. Und da sind wir dabei, damit das Projekt definitiv am 1. September eingereicht werden kann, sodass wir auch mit Baugenehmigung, wir sind dabei, alles jetzt zu machen, damit wir in 2023 da konkret starten können. Was jetzt die Kirchenfabrik angeht, muss man sagen, die Kirchenfabrik Kelmis hat vor Jahren ein Grundstück geerbt, das Riech,
verkauft und mit diesem Geld, mit dem Verkaufserlös, das Sie ja haben, das Sie anlegen müssen, wollen Sie eben doch so 120 Quadratmeter kaufen, weil die Kirche... Das ist nur zum besseren Verständnis, weil genau, viele Leute wissen genau, ja auch, dass die Kirchenfabrik in dem Sinne die von der Gemeinde abhängt. Die Kirchenfabrik bekommt von der Gemeinde selbst kein Geld. Mhm. Und das ist auch der Sinn der Sache. Wir wollen es entweder verkaufen, oder so vermieten, wie gesagt, wir wollen auch kein Geld damit verdienen. Wir wollen, dass Kelmis attraktiver wird. Ich möchte aber nochmal darauf zurückkommen, man hätte es für alle günstiger haben können, wenn man das Ursprungsprojekt, das wir vorgeschlagen haben, die anderen Häuser am Kirchplatz zu kaufen, das wäre eine günstigere Operation gewesen. Aber damals waren wir nicht am Ruder, wir haben es probiert, es ist uns nicht gelungen und deshalb, die Idee ist nicht gestorben, nur heute ist sie eben anders und sie wird effektiv noch etwas Zeit brauchen. Etwas Zeit brauchen, auch etwas teurer. Aber dort kann man betreute Wohnungen bauen, die man zum Beispiel dort am Kirchplatz nicht hätte bauen können. Also negativ, so das Negative hat dann auch irgendwie dann etwas Positives. Wenn man es auf dieser Brille betrachtet. Eine Medaille hat kommen wir mal zum Kirchplatz selbst. Wann geht es denn jetzt los? Da schieben wir ja schon die ganze Zeit die Kugel nach links, dann schieben wir sie mal nach rechts, dann ist er hier. Das ist auch mal, die Gelder sind doch irgendwo zum Teil schon freigeschaufelt worden, beziehungsweise liegen auf dem Tisch. Was passiert? Hat er die ausgegeben? Nee, also auch um es da mal klar zu sagen, der Kirchplatz, also die Genehmigung, das Prinzipgenehmigung, um den Kirchplatz zu machen, haben wir im Januar 2019 bekommen. Wir haben die definitive Subsidienzusage erst im März 2022 bekommen. Da sieht man mal zwischen Januar 2019 und März 2022, wie viel Zeit da verstrichen ist, weil es darum geht, Lastenhefte zu verabschieden. Ich möchte auch mal daran erinnern, die Lastenhefte mussten übersetzt werden. Auf Deutsch, das braucht Zeit, weil das verlangt wird von der Aufsichtsbehörde, das kostet Geld. Das sind Verfahren, die sehr, sehr, sehr langwierig sind. Hat das damit zu tun, wenn ich da mal einfällt, ne? Bei dem haben wir gerade so ein, hat das auch damit zu tun, der Stellenwert der deutschsprachigen Gemeinschaft, muss es so sein? In der Landessprache, sage ich jetzt mal, in der regionalen Sprache muss es übersetzt werden. Im Prinzip sind wir doch hier Multikulti auf gut Deutsch. Also man muss auch da sagen, Klammer auf, Klammer zu, früher gab es ein Gentleman Agreement, dass die Dinge, die, wo man wusste, die können Unternehmer nicht unbedingt hier machen, die konnte man ohne weiteres auf Französisch machen, zum Beispiel die Kameras, das Lastenheft wurde auf Französisch dann auch verabschiedet. Da hat es aber eine Reklamation gegeben, dann mussten wir es auf Deutsch machen, obwohl es keine Firma hier gibt, die das machen kann, weil es zu technisch ist. Inzwischen ist es aber so, da hat, würde ich mal sagen, die Richtung der deutschsprachigen Gemeinschaft geändert, wir müssen jetzt alles übersetzen. Alles muss auf Deutsch und Französisch sein und das ist natürlich sehr langwierig und auch sehr kostspielig. Und allein bei den Kameras hat die Übersetzung knapp 6.000 Euro gekostet. Konkret geht es jetzt los. Anfang Juni werden die Arbeiten beginnen. Also man fängt an in dem Bereich, würde ich mal sagen, zwischen der Pizzeria und dem Living. Dieser Bereich wird als erstes gemacht. Also was wir dafür sorgen, ist, dass zuerst die Straße gemacht wird. Da kommt ja eine bleibende Terrasse. Diese Arbeiten sind angesetzt circa für 3 Monate. Das wird als erstes gemacht und erst in der zweiten Phase wird dann der Kirchplatz, der hintere Teil. Der hintere Teil wird dann gemacht und dann möchte ich auch noch was zu sagen, weil das ja auch immer Thema ist, das Denkmal wird nur... Das wäre die nächste Frage. Das Denkmal wird nur... Geht da an irgendwo etwas ran? Das Denkmal wird nur versetzt und wenn man es auch mal, wenn man den Kirchplatz insgesamt sieht, wird das Denkmal morgen eher in der Mitte stehen und jetzt nicht. Was wir wollten war, und das ist auch mit den patriotischen Vereinen abgesprochen worden, die auch damit einverstanden sind, dass das Denkmal auf dem Kirchplatz versetzt wird. Es bleibt auf dem Kirchplatz, nur an einem anderen Standort, damit man zum Beispiel beim Weihnachtsmarkt, das kennst du ja auch, damit der Weihnachtsmarkt sich nicht um dieses Denkmal dann aufstellen muss, sondern damit man mehr Fläche hat, um auch Aktivitäten machen zu können. Das ist also quasi der Vorteil. Man kann sich also vorstellen, dass man die Weihnachtsbuden auch unter zwei offenen Zelten machen könnte, sodass man zum Beispiel beim trockenen Fuß dann auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs wäre. Und das ist einfach das Ziel. Apropos trockenen Fußes unterwegs werden, ihr habt ja auch mal wieder Geld zum Fenster hinaus geworfen. Und zwar indem, dass ihr da am Kirchplatz ein Touristenzentrum gemacht habt. Warum der Quatsch? Laut über. Ja, man muss sagen, das Touristinformationszentrum war im Museum untergebracht. Ja. Wir waren allerdings der Meinung, dass es das Touristinformationszentrum
besser im Zentrum angebracht ist, weil da kommt der Tourist hin, der will sich informieren und das sehen wir jetzt auch an den Statistiken, weil die werden ja geführt und wir kriegen ja Zuschüsse, dass der Bedarf viel höher ist. Das heißt also, die Attraktivität ist viel besser, man ist auch in der Nähe der Geschäftsleute, man ist in der Nähe der Cafés, man sieht, was ist. Auf der Lütscher Straße war das viel schwieriger. Und zu den Kosten ist es so, dass es nicht zu mehr Kosten geführt hat. Das Einzige, was, das haben wir aber selber gemacht, ist die Rampe für den Behindertenzugang. Den gab es vorher nicht. Aber sonst muss man ja zwei Dinge wissen. Wir haben das Gebäude erworben. Dort war ja ein kompletter Showroom, würde ich mal sagen, für eine Geschäftswelt. Man hat uns das so überlassen. Das war quasi wie neu. Das ist schon mal Punkt 1. Und die Dinge, die angebracht worden sind im Touristinformationszentrum, sind vom Museum nach oben zum Kirchplatz gekommen. Das heißt, es hat nicht mehr gekostet, vielleicht ein paar hundert Euro. Aber man tut so, wie wenn wir Geld aus dem Fenster schmeißen würden. Und das ist nicht der Fall. Also der Kosten-Nutzen-Effekt ist wirklich viel, viel, viel größer. Deshalb sind wir auch davon überzeugt, dass dieses Touristinformationszentrum auch künftig im Zentrum bleiben muss. Andere Frage in dem Zusammenhang: Wie schwer und wie stark ist die Corona-Krise der Gemeinde Kelmis auf die Füße gefallen? Ich würde sagen, die Corona-Krise ist der Gemeinde Kelmis finanziell auf die Füße gefallen, weil wir dadurch teilweise weniger Steuereinnahmen gehabt haben. Ich nehme ein Beispiel. Steueraufwurfsendungen, das sind so ca. 130.000 Euro. Das ist so die Werbung, die man bekommt im Briefkasten. Da kriegt die Gemeinde Geld. Genau, die ist drastisch zurückgegangen, weil man ja nirgendwo mehr hingehen durfte. Wurde auch keine Werbung gemacht. Das heißt, dort haben wir zum Beispiel konkret 130.000 Euro verloren. Das ist das eine. Das andere ist, dafür sind wir ja auch eingetreten, wir haben zum Beispiel gesagt, dass alle diejenigen, die in technischer Arbeitslosigkeit gegangen sind, geschickt worden sind, dass wir den Lohnausgleich bezahlen. Das heißt also, wir haben quasi Personal bezahlt, obwohl sie zu Hause saßen. Das heißt also, das Geld, dafür ist ja keine Leistung erbracht worden. Das versteht Herr Über aber nicht, aber das ist so, das Geld ist weg. Aber es war eine Frage der Fairness unseres Personals gegenüber. Und dann nochmal auch die Brücke zu deiner schlechten Stimmung. Also ein Arbeitgeber, der sagt, Personal kann ja nicht dafür, dass die Krise da ist. Wir wollten euch und ihr eure Familien auch unterstützen. Wir haben das also gemacht. Das ist, würde ich mal sagen, der finanzielle Aspekt. Der andere Aspekt, der uns aber viel mehr Sorgen macht, ist der soziale Zusammenhalt. Und das ist das, was ich auch jetzt spüre, weil es fängt wieder so langsam an, dass man verschiedene Dinge wieder macht. Heute ist zum Beispiel Beginn des Bundesfestes bei den Schützen, wo ich hingehe. Verschiedene Vereinsaktivitäten finden wieder statt oder Veranstaltungen. Man merkt auf der einen Seite, dass die Menschen wieder Lust darauf haben, Dinge zu machen. Aber Corona hat allerdings auch etwas anderes gezeigt und das sehen wir zum Beispiel auch konkret im Heuker-Bereich, dass es auch mal für den einen oder anderen angenehm war, zu Hause zu bleiben. Und man weiß ja auch, in Vereinen sind es oft immer dieselben, die Gewirr bei Fuß sind und das merken wir schon, dass eine gewisse Müdigkeit jetzt eingetroffen ist. Also Corona hat auch Dinge bequem gemacht und das ist nicht einfach und da ist einfach eine Sorge und das sieht man auch jetzt mit dem Krieg. Die Leute wissen nicht, was passiert morgen. Der Druck, der äußere Druck ist groß und ich hoffe nur, dass wir da, das ist aber nicht nur für Kelmis, das ist für alle, dass wir da auch die Kurve bekommen. Das heißt, dass der soziale Zusammenhalt, wo Kelmis auch stark für war, viele Vereine, 170 eingetragene Vereine, also wir haben eine Vielfalt an Vereinen, das war ein Markenzeichen. Was tut die Gemeinde, um die Belebung der Vereine wieder voranzutreiben? Die Kassen sind leer, also kann sie nicht hingehen und sagen, komm Leute, hier tun wir mal 2.000 und da tun wir mal 1.000. Was steht da im Ermessen, wenn man das mal so kurz anreißen kann? Aber ich habe eine ganz andere wichtige Frage noch, bevor wir dann zum Schluss leider kommen müssen. Ja, das ist ganz schwierig. Also was wir versuchen als Gemeinde, zuerst mal ist es ja für uns wichtig, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Das heißt, das Vereinsinfrastruktur zur Verfügung steht, dass man die nutzen kann unter vernünftigen Bedingungen. Da sind wir ja dran oder haben es gemacht. Ein Beispiel, Patronage. Okay, Corona hat es jetzt ja nicht ermöglicht, aber in der Patronage haben wir ja eine Möglichkeit geschaffen, dass die Vereine entweder keine Miete bezahlen. Ich nehme mal ein Beispiel. Der Vogelverein oder Tierausstellung, die müssen 150 Euro Miete bezahlen für die Patronage. Man hat die Möglichkeit, Miete zu bezahlen.
und den Ausschank zu bekommen, oder man bezahlt keine Miete und man hat keinen Ausschank. Die haben zum Beispiel gesagt, für uns die 150 Euro wären eine gute Geste, wenn wir die nicht zu bezahlen brauchen. Also bezahlen die keine Miete. Andere Vereine, die Karnevalsvereine, sagen, wir bezahlen gerne Miete, aber die bekommen den Prozentsatz am Ausschank. Das gab es vorher nicht. Und das sind solche Maßnahmen, wo wir die Vereine mit unterstützen. Oder indem wir auch gesagt haben, alles, was Material ist, das der Gemeinde gehört, dafür braucht ihr keine Gebühr mehr zu bezahlen. Das stellen wir euch so zur Verfügung, das gab es vorher auch nicht. Und wir versuchen schon, die Vereine auch in Dingen, die sie organisieren, logistisch, aber auch administrativ zu unterstützen. Ich gebe ein Beispiel. Wir machen jetzt, ja, es gibt ja schon länger, Triptyque Ardennais, aber das ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Oder wir haben die Goldtal-Klassik organisiert. Das sind auch Dinge, wo wir finanziell eine Unterstützung geben, aber auch eine administrative Unterstützung. Wobei dann auch der PR-Gag in dem Sinne auch, oder so, das heißt die Werbung für Kelmnitz wieder. Das sind verschiedene Dinge, die da zurückkommen, und das muss man ja alles, hält ja alles zusammen. Mhm. Aber es ist auch so, wir wollen auch keinen zwingen, wir sprechen auch aktiv Dinge an, wenn wir sehen, okay, da ist ein bisschen, da ist es etwas holprig oder da ist der Wurm drin. Wir suchen auch das Gespräch und den Kontakt. Aber der Verein ist autonom und entscheidet selbst, ob er die Hilfe annimmt oder nicht. Apropos Visitengarte Kelmnitz, neues Logo, warum? Ja. Sehen wir gerade hier so im Hintergrund. Das war uns auch wichtig, weil es auch darum geht. Hat ja Geld gekostet. Das hat Geld gekostet, und es ist eine Frage des Image. Das heißt also, wo stehen wir, was wollen wir machen, wie wollen wir attraktiv auch auftreten. Man muss sagen, dass die damalige Webseite gar nicht mehr aktuell war, die war nicht attraktiv. Also einmal geht es ja um zwei Dinge. Es geht ja zum einen mal darum, eine Neudeutsch Corporate Identity, das heißt also quasi eine Marke zu entwickeln, die ja auch durchgeht, wo man einen Verbund hat, ob das jetzt beim Briefpapier ist, bei den Visitenkarten oder beim Internetauftritt, das ist ja das eine, aber das andere ist, es muss ja auch mit Leben gefüllt werden. Und da haben wir auch festgestellt, vorher war es so, dass entweder Leute aus der Verwaltung schon mal was schrieben oder die Politik, jeder hatte einen anderen Schreibstil. Der Verwaltungsbeamte schrieb sehr administrativ, der Politiker schrieb es eher in seiner Richtung. Und da sind wir einfach den Schritt auch gegangen, und das machen andere Gemeinden auch. Zum Beispiel Vals macht das ganz konkret, die leisten sich sogar zwei Pressereferenten, obwohl die kleiner sind als Kelmnitz, wo wir gesagt haben, es ist wichtig, dass wir da professionell auftreten, in Deutsch und Französisch. Und ich muss ehrlich sagen, dass wir sehr viel positiver Zuspruch bekommen haben für diesen Auftritt und auch für dieses Kelmnitz-Magazin, wo wir auch probieren, eine Story, eine Geschichte zu erzählen. Ob das beim Personal ist, das in Rente gegangen ist, ob das Vereine sind, ob es gewisse Aktivitäten, die stattfinden. Das kostet selbstverständlich Geld. Wir werden da auch noch nachbessern, schauen, wie können wir das noch optimieren. Zum Beispiel machen wir jetzt selber teilweise das Layout, weil wir auch jemanden in der Gemeinde haben, der das gelernt hat. Das heißt also, wir sind auch dabei, das ständig zu aktualisieren. Und ich glaube schon, dass der Bürger auch froh ist, zu erfahren, was in seiner Gemeinde auch passiert. Glück, Frank, abschließend. Kurze Antwort. 137 Punkte standen im Wahlprogramm. Ja. Wie weit sind wir? Kurze Antwort. Von den 137 Punkten haben wir 98 entweder abgehakt, Beispiel Kameras, Beispiel Patronage, Beispiel Vereinsaktivitäten. Entweder haben wir die abgehakt oder wir sind dabei, sie abzuhaken. Andere Sachen haben wir noch nicht in Angriff genommen. Konkretes Beispiel, das werden wir aber jetzt machen. Wir haben angekündigt, dass das GK öffentliche Sprechstunden anbietet, wo man zum Gemeindekollegium kommen kann. Du hattest ja schon mal die Gelegenheit, zu uns zu kommen. Das werden wir aber öffentlich machen und Termine anbieten in Kelmnitz, in Neumorsend und in Hagenrath. Das haben wir nicht gemacht, weil eben aufgrund von Corona. Aber das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Wir sprachen mit Luc Frank, Bürgermeister der Gemeinde Kelmnitz. Es war die erste, vielleicht von vielen. Wenn Sie weitere Fragen haben am Bürgermeister, lassen Sie es gerne wissen. Oder wenn Sie sagen, das Thema möchte man noch mal weiter erörtert haben, schreiben Sie uns. Radio Sunshine ist immer mit dem offenen Ohr dabei. Bürgermeister Luc Frank, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für die Gelegenheit, ein Gespräch führen zu dürfen. Dankeschön.